Moin Moin und willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es um den neuen Fire TV Stick 4K Max gehen. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie man den TV Stick einrichtet. Heute ist der neue dran. Was ist alles neu? Wir richten ihn auf jeden Fall zusammen gleich am Fernsehen ein. Und ich kann jetzt schon vorab sagen, für alle Technikfans oder die sagen, hey, was ist der Unterschied zu den Vorgängern? Wir haben hier einen stärkeren Prozessor, der taktet jetzt mit 1,8 GHz, hat 512 MB mehr Arbeitsspeicher bekommen. Das heißt, das Ganze soll dann etwas flüssiger auf dem Fernsehen laufen, nicht so ruckelig. Und ja, die neue Tastatur mit den Kurztasten, also sprich Netflix, Prime Video, Prime Music und Disney Plus. Das ist erstmal neu. Ich habe jetzt dafür 35 Euro gezahlt am Black Friday. Und ja, ich würde sagen, wir richten das Ganze ein und schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Los geht's. So, dann packen wir das gute Stück auch einmal aus. Messer habe ich erstmal vorbereitet. Aber erstmal hier die Lasche abziehen. Na, komm schon. So, Lasche abgezogen, dann geht das Ding hier auch schon auf und dann ziehen wir einmal den Karton aus dem Karton, ansonsten ist da nicht mehr viel drin, das legen wir dann auch beiseite und hier sehen wir jetzt quasi alles, was im Lieferumfang enthalten ist. Eine Batterie ist schon rausgefallen und zwar ist es einmal eine 3A-Batterie und da ist auch die nächste, das heißt für Batterie ist erstmal gesorgt. Haben wir hier das Netzteil, das ist 5 Watt stark. Hier auch eine kleine Empfehlung, entweder verwenden wir das Ganze über die Steckdose oder schließen es direkt am Fernsehen an. Der Vorteil ist, wenn wir das am Fernsehen anschließen, dann geht der Fire TV Stick automatisch mit dem Fernsehen jedes Mal mit an. Das wäre die eine Alternative. So, dann haben wir nochmal auf der anderen Seite nichts mehr. Das ist hier der Adapter. Hier bekommen wir einen Adapter mitgeliefert. Der Adapter geht vom HDMI auf HDMI. Naja, warum auch immer. Haben wir jetzt auf jeden Fall einen Adapter HDMI auf HDMI. Da ist die neue Fernbedienung. Die ist meines Wissens nach nicht beleuchtet. Da gibt es auch noch mal eine neue Fernbedienung. Wenn ihr Interesse an der ganz neuen Fernbedienung habt mit Beleuchtung, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Außer dies mit Beleuchtung, dann ist es sehr peinlich. Aber werden wir gleich sehen, wenn wir gleich die Batterien einlegen und den Fire TV Stick auch starten. Auch hier hat sich nicht viel geändert. Hier einmal Deckel auf, dann können wir hier die Batterien einlegen. Hier oben die zweite Batterie. Hier habe ich schon damals angemerkt, diese Klappe, die geht irgendwann mal kaputt, die wird irgendwann mal locker, wenn man öfters mal die Batterie tauscht. Das fand ich schon nicht so gut, das haben sie immer noch nicht geändert. So, dann haben wir hier einmal den Fire TV Stick und einmal das Kabel, um ja, den TV Stick mit Strom zu versorgen. Holen wir auch den mal raus. Auch dieser hat sich von der Größe jetzt auch nicht verändert, sieht immer noch gleich aus. Hier haben wir den HDMI-Eingang und entweder tun wir den hier in den Adapter reinstecken und dann können wir hier den baumeln lassen. Ich denke, dafür ist es dann auch da. Oder man steckt ihn direkt so in den Fernsehen ein, je nachdem, wie viel Platz wir im Fernsehen haben. Ich werde ihn erstmal so einstecken und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Haben wir hier den Kabel, den wir jetzt in den Fire TV Stick stecken müssen, in den Fire TV 4K Max Stick. So, der ist jetzt eingesteckt und jetzt könnte ich, das mache ich jetzt auch, stecke den USB in mein Fernsehen ein und den HDMI auch in mein Fernsehen rein. So, dass ihr das Ganze mitverfolgen könnt, ich habe hier meine HDMI-Eingänge und auch ein USB. Das heißt, ich stecke hier einfach den Fire TV Stick ein. Zack, der Fire TV Stick ist drinne und jetzt auch hier entweder über Netzteil oder über das Kabel in den Fernsehen den mit Strom versorgen. Hier habe ich den USB-Stecker bei meinem Fernsehen und jetzt, so, das Ganze ist angebracht. Jetzt schauen wir das Ganze, wie es auf dem Fernsehen ankommt. Ich starte den Fernsehen und in diesem Moment sollte auch der Fire TV Stick starten. So, mal gucken, ob er ihn direkt erkennt.
Ansonsten gehe ich hier rein und gehe dann auf HDMI. So, der Fire TV Stick wird erkannt. So, jetzt habe ich auch die Kamera nochmal fixiert, damit ihr genau sehen könnt, was ich mache. Das heißt, ich habe jetzt den Fire TV Stick mit meinem Fernsehen gestartet. So, hier ist die Fernbedienung und jetzt sagt er mir einmal auf die Home-Taste drücken. Ich drücke einmal auf die Home-Taste. So, das hat jetzt auch funktioniert. So wie es aussieht, leuchtet die Tastatur nicht. Das heißt, also hier die Knöpfe, das ist nicht die Fernbedienung mit der beleuchteten Funktion. So, jetzt drücken wir noch einmal auf das Play-Button. So, und jetzt können wir sagen, in welcher Sprache wir den Fire TV Stick konfigurieren möchten. Wir sagen in der Sprache Deutsch, USB-Stromversorgung nicht ausreichend. So, das bedeutet, der Stecker, den wir im Fernsehen eingesteckt haben, reicht nicht für die Stromversorgung aus. Ich stecke ihn jetzt nochmal aus und stecke ihn ganz normal über das Netzteil ein. Gemacht, getan, nun haben wir auch mehr Strom. Das heißt, schaut mal, ob ihr auch so eine Meldung bekommt. Bei mir kam sie, als ich sie in den Fernsehen gesteckt habe. Das heißt, aufpassen mit dem Strom. Entweder in den Fernsehen oder direkt in die Steckdose. So, jetzt führt er eben einen Neustart durch und aktualisiert sich. Wir müssen auch gleich das WLAN-Passwort eingeben. Das heißt, bereitet schon mal euren WLAN-Zugang vor, denn diesen müssen wir gleich eingeben, damit der Fire TV Stick mit dem WLAN verbunden ist. Das ist in den meisten Fällen ein ziemlich langer Code, der auf der Rückseite von eurem Router steht oder ihr habt schon einen benutzerspezifischen Kennwort hinterlegt und dann müsst ihr das auch gleich eingeben. Und auch hier nochmal die Information am Rande, denn bei meinem ersten Video gab es sehr viele Fragen mit Hinblick auf die Funktion vom Fire TV Stick. Also wir sehen hier, wir haben hier einige Dienste, die wir spielen können. Und ihr benötigt aber für jeden einzelnen Dienst auch ein einzelnes Abo. Das heißt, möchtet ihr Netflix sehen, dann braucht ihr dafür ein Abo. Möchtet ihr Prime Video sehen, dann benötigt ihr ein Abo. Möchtet ihr YouTube Premium sehen, ohne Werbung, dann benötigt ihr ein Abo. Und das für jeden einzelnen Dienst, wo normalerweise auch käuflich ist. Habe es vergessen zu erwähnen, wir haben hier auch Wi-Fi 6, 4K HDR. Das heißt, auch hier ist der WLAN etwas stärker geworden zum Vorgänger. Der Vorteil an so einem Fire TV Stick ist natürlich, dass wir andere Apps auch installieren können, wie zum Beispiel ein IPTV. Das läuft meistens über eine App und auch diesen können wir hier installieren. Unter anderem gibt es auch Apps, die es normalerweise über ein Smart TV, so wie ich ihn habe, von LG nicht. Das heißt, hier haben wir den Play Store von Amazon und können uns einige Apps herunterladen, die wir so nicht runterladen können. Und die Fernbedienung, die ich gemeint habe, die im Dunkeln leuchtet oder man sie auch suchen kann, die sieht nämlich so aus. Die kostet momentan 40 Euro. Und wenn ihr interessiert seid an dieser Fernbedienung, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr dafür ein Video sehen möchtet. Wenn es genügend Kommentare gibt, genügend Interessenten, dann mache ich auch dafür mal ein Video. Wie gesagt, die kostet 40 Euro. Und da schauen wir uns mal im Detail an, was die Fernbedienung so drauf hat. Und wenn ihr euch für so ein Fire TV interessiert oder andere Produkte, dann seht ihr unten in meiner Videobeschreibung einen Affiliate-Link von dem Fire TV Stick. Hier zum Beispiel auch den 4K Max oder die neue Fernbedienung. Wenn ihr euch dadurch ein Produkt bestellt, dann bekomme ich eine minimale Provision. Ihr trägt die Kosten dafür natürlich nicht, bekommt aber allerdings auch keinen Rabatt. Das ist nur ein kleines Plusgeschäft für mich. Vielen Dank aber dafür. Und wenn ihr schon unten in den Kommentaren seid, dann vergisst auch das Abo und den Daumen nach oben nicht. Nicht wundern an dieser Stelle, der Fire TV Stick startet immer wieder mal neu. Habt also dadurch keine Sorgen, macht auf gar keinen Fall den Fernsehen aus oder startet den TV Stick neu. Einfach drinnen lassen und ihn seine Arbeit machen lassen. Ganz wichtig an dieser Stelle. So, im nächsten Schritt müssen wir jetzt den Fire TV Stick einrichten mit der Fernbedienung oder über einen QR-Code. Ich mache das Ganze Einrichtung mit der Fernbedienung, dann ist das Ganze etwas einfacher. So, nun müssen wir uns ein WLAN aussuchen, mit dem wir uns verbinden möchten. Ich wähle hier mein Haus-WLAN aus und gebe hier meinen WLAN-Schlüssel ein. Den WLAN-Schlüssel, wie vorher erwähnt, findet ihr auf der Rückseite von eurer Box.
Nachdem ich meinen WLAN-Schlüssel eingegeben habe, drücke ich auf Verbinden. Nun bin ich auch mit dem Internet verbunden. Das heißt, ich kann die weitere Einrichtung abschließen und jetzt wird nochmals nach Updates gesucht. So, nun können wir uns entweder neu bei Amazon registrieren, wenn ihr noch kein Amazon-Konto habt. Ich habe bereits ein Amazon-Konto und Information am Rande, dieses Konto hat kein Amazon Prime. Auch hier können wir wieder zwei Möglichkeiten wählen, entweder über den QR-Code oder über das Internet, also quasi wir geben amazon.de/code ein und geben dann unten den Code ein. Ich mache das Ganze eben über den QR-Code, das heißt, ich scanne mir den QR-Code auf meinem Handy ein, er wird vom Handy erfasst und ich drücke auf Öffnen. Anschließend gelange ich auf die Webseite von Amazon und hier melde ich mich quasi nochmals mit meinen Daten ein, bekomme durch die Zwei-Faktoren-Authentifizierung auch einen Code und habe mich somit auch erfolgreich am Fire TV Stick angemeldet. So, hier heiße ich jetzt herzlich willkommen, hallo Alex, und gehe dann hier weiter. WLAN-Passwörter speichern. Ich sage erstmal ja, falls ich nochmal ein Gerät einrichten möchte. Jetzt wird hier nach Backups gesucht und meine Fernbedienung wird für die Einrichtung vorbereitet. Einmal auf Weiter. Jetzt wird ein Ton abgespielt. Das passt auch soweit. Ich kann den auch lauter und leise machen, indem ich auf Plus und Minus drücke. Okay, erneut versuchen. So. Jetzt nochmal laut und leise drücken, das funktioniert auch. Einmal auf Weiter. Meine Fernbedienung ist jetzt eingerichtet. Im nächsten Schritt bekommen wir Amazon Kids Plus angeboten. Da lehnen wir dankend ab, wählen wir unsere Lieblings-Apps aus. Ich sag mal, ja, gehen wir einmal weiter. Hier können wir erstmal sagen, was wir herunterladen möchten. Wie zum Beispiel Disney Plus, Apple TV oder D-Max. Okay, hier möchten wir jetzt nichts. ARD, CDF. Hier sage ich, die beiden möchte ich haben, zwecks Fußball. Dann gehen wir hier nochmal weiter. Hier haben wir nichts Gescheites. Togo und sagen wir auch mal Twitch. Und gehen dann einmal weiter. So, diese werden jetzt in meiner Startseite hinzugefügt. Thema Kindersicherung ist hier die richtige Anlaufstelle. Kindersicherung aktivieren. Hier können wir jetzt einen PIN-Code aktivieren, dass die Kinder nicht so einfach Fernsehen gucken können. In meinem Fall sage ich einmal ohne Kindersicherung fortfahren. Willkommen beim Fire TV Stick. So, somit ist die Einrichtung für den Fire TV Stick erstmal abgeschlossen. So, jetzt können wir hier unter meinem Profil, können wir natürlich Profile wechseln, untersuchen. Hier können wir im App Store quasi nach anderen Apps suchen. Hier, wenn ich auf App Store klicke, gelange ich in den App Store hinein und kann mich hier jetzt weitere Apps herunterladen, wie Magenta TV, ARD, RTL Plus, Vapo TV und vieles weitere. Da gehe ich jetzt auch erstmal zurück. Das ist unser Startbildschirm. Hier können wir auch unseren Startbildschirm einstellen, was wir hier alles sehen möchten oder welche Apps wir haben möchten. Dann haben wir hier Live, Live-Trigger, also das heißt Inhalte, die wir live sehen können und hier quasi unsere Schnellauswahl. Prime Video, Netflix, YouTube und vieles weitere. Wir gehen jetzt mal hier in die Einstellung hinein und hier können wir nochmal diverse Dinge einstellen. Hier können wir zum Beispiel unsere Alexa einstellen. Hier Alexa App zu Alexa App. Das heißt, wir können hier mit dem Knopf draufdrücken, macht das Licht im Wohnzimmer an. So, und jetzt können wir auch unsere Alexa steuern. Und zwar, indem wir lange auf den blauen Knopf drücken und dann gedrückt halten und dann können wir einen Sprachbefehl eingeben und das Ganze auch ausführen lassen. Finde ich eigentlich ganz gut, aber naja, braucht man nicht unbedingt. Ich habe hier überall diese Geräte stehen. Ich muss nicht unbedingt auf eine Taste drücken. Das klappt auch so. Wir gehen eben nochmal auf Ton und Bildschirm ein. Und zwar können wir hier das Heimkino einstellen, Heimkino erstellen. Und wenn ihr nun jetzt mehrere Echo-Geräte habt, wie zum Beispiel ein Echo Studio, hier sehe ich zum Beispiel einen zweiten Lautsprecher auswählen, wähle den hier aus und gehe dann auf Weiter. Somit ist dann quasi dieses Echo-Gerät mit eingebunden als Lautsprecher. Und das könnt ihr mit einigen Alexa-Produkten machen. So, das war's eigentlich. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist, wenn ihr eine Kamera habt, dann könnt ihr diese im Bild mit einblenden. Aber da ich derzeit keine Kamera habe, die ich verbinden kann, kann ich dieses leider auch nicht demonstrieren. Theoretisch
ist das Ganze möglich. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video etwas weitergeholfen mit der Einrichtung vom Fire TV Stick Max. Ich würde mich, wie gesagt, über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen und vielen Dank an alle, die bis hierher zugeschaut haben. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.